und Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Sneaky Frankie, euren Kanal für Fashion, Lifestyle und natürlich für Sneaker. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge, die ich eigentlich schon heute längst machen sollen, heute machen wollen, aber nie dazu gekommen bin, was sehr schade ist, aber nichtsdestotrotz möchte ich die einmal jetzt noch nachholen. Und genau, es geht um das Thema, wie ihr schon seht, über Lidl. Lidl, den Hype, Lidl-Sneaker. Viele Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte sprechen mich an und sagen, Frank, wie kann das eigentlich sein? So ein Sneaker von Lidl, 19,90 Euro und der wird bei eBay für 400, 500 Euro gehandelt. Wie kommt sowas? Und das möchte ich einmal mit euch in diesem Video besprechen und mal Stellung nehmen, warum das so ist. Ist vielleicht für viele ganz interessant da draußen. Doch bevor wir richtig einsteigen ins Thema, würde ich euch einmal ganz gerne darauf hinweisen wollen, das ist quasi jetzt auch Premiere. Ich möchte jetzt bei Sneaky Frankie erstmal auch mit einem kleinen Gewinnspiel, kleine Verlosung starten. Also guckt das Video bis zum Ende an, da könnt ihr noch was gewinnen. Ja, gucken wir uns mal den Lidl Sneaker genau an. Und zwar ist das dieser hier. Das ist der Lidl Sneaker, so wie er erstmalig rausgekommen ist. Er ist rausgekommen über ein Gewinnspiel erstmalig. Es gab in den Lidl-Filialen so Fußabdrücke auf dem Boden. Da konnte man sich dann draufstellen, mit seinem Handy von oben durchgucken. Und dann wurden diese Schuhe virtuell über einen RFID-Code eingeblendet, quasi über die eigenen Schuhe rübergelegt. Konnte man einen Bildschirmausdruck machen, diesen bei Instagram hochladen, Lidl verlinken. Und dann konnte man diesen Schuh gewinnen. 400 Stück gab es davon, ist mein Kenntnisstand. Das war der erste Drop. Ja, und dann ging es ab. Die Leute, die den gewonnen hatten, die konnten den bei eBay einstellen und der ist abgegangen wie eine Rakete, wie Schmidts Katze, sagt man. 400 Euro, 500 Euro waren da keine Seltenheit. Genau, und dann kam da noch ein zweites Mal raus mittlerweile, ein zweiter Drop. Der war auch sehr, sehr klein, sehr limitiert. Und dann jetzt vor 2 Monaten kam der große Drop. Jetzt ist der eigentlich für alle zugänglich. Das ist dann dieser Schuh. Die Schuhe... Die erstmaligen und die letzten unterscheiden sich eigentlich nur in einem kleinen Detail. Das ist hier hinten auf der, hier in der Ferse. Da gibt es hier bei den neuen gibt es hier eine kleine gelbe Lasche. Die gab es bei den allerersten. Das ist wirklich einer der von den 400 limitierten Paar dieser hier. Die hatten hier hinten, war es noch blank. Ich muss sagen, sieht für mich auch nicht so schön aus. Ich finde das tatsächlich hier mit der gelben Lasche hier hinten sehr viel schöner. Hier sieht es aus wie so eine große blaue Fläche. Also... hübsch ist was anderes. Ja, an sich gucken wir uns den Schuh mal an. Die Outsole hier, so sieht sie aus. Das ist wirklich nichts Besonderes. Das ist einfach nur eine ganz dünne, aufgeklebte Schicht hier. Die dürfte auch relativ schnell verschleißen. Dann die Midsole, das ist hier irgendein Schaum, auch nichts Hochwertiges. Auch das Mesh hier vorne ist nicht super verarbeitet. Man sieht hier auch teilweise auch noch so, hier stehen noch Fäden über. Weiß nicht, ob man das sieht. Also ich würde sagen, alles in allem, Qualität, würde ich sagen, das entspricht auch 19,90 Euro. Dafür kann man ihn kaufen, mehr aber auch nicht. Also keine 400, 500 Euro. Das ist dieser Schuh wirklich tatsächlich nicht wert. Also das ist sehr, sehr billig produziert, sehr günstig. Von der Qualität her nichts Dolles. Aber wie kommt es jetzt zu diesem Hype? Wieso kaufen Leute den für 400? Der ist ja verkauft worden. Also ist ja nicht nur eingestellt worden bei eBay für 400, 500 Euro, ist auch verkauft worden. Warum machen Leute das? Naja, da gibt es für mich 3 Gründe. Der erste Grund ist, Sneaker sind generell im Hype. Das ist halt so. Ich beobachte das ja schon länger, seit 2015 auch, wo die ganze Geschichte auch losging, dass Kanye West mit Adidas den Yeezy rausgebracht hat. Dann kamen die ganzen NMD-Sachen, die waren mega gehypt. Die Leute sind losgestürmt, wollten die haben. Es gab einen riesen Run auf diese Sachen. Es war nur wenig verfügbar und Sneaker sind absolut im Trend, muss man sagen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der erste Grund. Sneaker sind gefragt, gefragter denn je. Der zweite Grund ist, dass für mich ein Pariser Fashion-Label, Vetements, damals angefangen hat, auch schon aus diesem High-Fashion-Bereich so ein bisschen abzugehen in den Low-Fashion-Bereich und hat zusammen mit IKEA was gemacht, hat mit DHL was gemacht, hat also ein bisschen dieses, kam aus dem Premium-Segment. Und hat dann zusammen mit IKEA, DHL, das sind eben keine Premium-Marken, zusammen Mode gemacht. So. Und das kam, muss man sagen, in dieser Fashion-Welt sehr gut an. Wahrscheinlich gab es da gerade so einen Sättigungsgrad und man brauchte mal irgendwie was Neues. Und da ist Vetements eingestiegen, hatte eine Idee, hat gesagt, komm, lass uns was mit IKEA machen. Da gab es so Bauchtaschen, gab es da auch mit DHL, so ein Shirt auch. Nicht mein Geschmack, aber
die Szene hat es gefeiert. So, und dann kam halt Lidl mit diesem Schuh und das passte dann gerade ins Konzept rein. Das spielt da auf jeden Fall mit rein. Naja, und zu guter Letzt, wir Menschen sind so gepolt, wir wollen immer das haben, was wir nicht bekommen können. Also wir sind immer auf limitierte Sachen raus, auf Sachen, die rar sind, die andere haben, die wollen wir auch, aber können sie nicht kriegen. Sieht man jetzt auch wieder sehr schön beim letzten Jordan, den Dark Mocker. Von der Qualität her, ich hatte den mittlerweile jetzt auch schon in der Hand, nicht so sehr gut. Da gab es schon sehr viel bessere Jordan, aber riesen Nachfrage, limitierter Schuh und die Preise gehen ab. Genau, das waren die drei Faktoren, die diesen Schuh denn richtig abgehen lassen haben. Und so kam das, dass dann so ein Schuh für 19,90 €, der nun wirklich nichts Tolles ist, auch von der Qualität her, dann für 400-500 € gehandelt ist. That's the game. Ja, Lidl hat sich dann nicht lumpen lassen, hat dann auch nochmal Sachen rausgebracht. Hier schöne Cap, dann gab es hier noch T-Shirts dazu, es gab Lidl-Socken, ja, und Lidl-Badelatschen natürlich auch noch. Darf der Lidl-Fan, alles was der Lidl-Fan haben wollte, gab es dazu. Ja, und das ist auch schon eine ganz gute Überleitung zu meinem Gewinnspiel, denn ich möchte ein paar Sachen verlosen. Und zwar habe ich mir überlegt, unter allen Leuten, die das Video liken und kommentieren, werde ich drei Preise verlosen per Zufallsverfahren. Und zwar ist das erste Package, sind zwei Paar Socken, so sehen die aus, in Größe 43 bis 46, plus ein T-Shirt in Größe XL, das wäre Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 kriegt diese wunderschöne Lidl Cap, plus ein paar Lidl Badelatschen in der Größe 40, das wäre Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 1, der Hauptpreis, sind tatsächlich diese Lidl-Sneaker in Größe 44. Ich muss sagen, fallen ein bisschen größer, ein Tick größer aus, also kann man auch tragen mit 44,5 oder 45 wahrscheinlich auch noch. Das wäre wirklich der Hauptgewinn, der Platz Nummer 1. Deshalb würde ich sagen, das Gewinnspiel läuft so bis Mitte Januar. Per Zufallsverfahren werden drei Leute gezogen. Und ich würde mich mit diesen drei Leuten dann auch gerne persönlich treffen, wenn Corona das irgendwie zulässt, mit Mundschutz. Und würde die Sachen dann auch persönlich übergeben. Vielleicht auf Instagram dann ein, zwei Fotos dazu machen. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Kommt gut rein ins neue Jahr. Und wir hören voneinander. Stay tuned.